brauche was zu essen. Wir haben auch das Overlay in-game wieder geändert. Ja. Geht zum Beispiel gar nichts von in den Patch Notes, glaube ich. Mit dem Menü haben sie auch was geändert. Zeit ist wieder auf eine Stunde. War es das vorher nicht? Während des Events war die Zeit auf 45 Minuten limitiert. Ja, und das haben sie erst jetzt mit dem letzten Patch raus. Das weiß ich nicht. Kann auch sein, dass das schon vorher war. Ich habe auch nicht drauf geachtet. Weiß nur, dass es auf jeden Fall jetzt so ist. Quick Play ist ja auch wieder angemacht worden gegen Ende des Events. Ja. Wahrscheinlich haben sie das schon gleichzeitig damit gemacht, aber ich habe jetzt die letzten paar Tage nicht gespielt. Letzte Mal, glaube ich, am Samstag. Braucht da auch mal eine Pause. Zumindest mal eine kleine. Aber jetzt ist ja gestern Abend der Patch rausgekommen. Ja. Dann muss ich ja heute nochmal spielen. Nochmal gucken. Ja. Mal gucken, ob sich da irgendwas anders anfühlt jetzt. Also ich meine, die Matchmaking-Queue war ja jetzt gerade schnell. Also da hat sich ja anscheinend ja schon mal nichts geändert erstmal. Quickplay ist auch relativ schnell. Ja gut, aber es liegt wahrscheinlich einfach an den Spielerzahlen, die da gerade drin sind. Ja. Da haben sie ja eigentlich nichts dran geändert. Ja, spielen es jetzt mehr Leute, weil so lange nicht verfügbar war oder so. Möglich, ja. So. Ich bin mal gespannt. So nah bei der ersten Runde oder was wird man wahrscheinlich eh nichts davon merken. Da muss man bestimmt mal ein paar Runden spielen, ehe man vielleicht so einen Unterschied eventuell merkt. Mhm. Ja, ich bin ja schon weiter rechts. Ja, ich wäre nur voll reingelaufen. Ich dachte, ich weich dann mal aus. Gut gedacht. Ja, schon mal froh, dass das Matchmaking auf jeden Fall nicht super lange dauert. Es hat uns halt jetzt trotzdem in einen fast leeren Server gepackt, auch wenn wir direkt gequeued sind. Aber, naja. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass das jetzt auch viele einfach testen. Ja, das so oder so. Klar, aber Schütze. Da unten sind Enten. Was halt relevant ist, ist nur, ob die Leute in unserer Kategorie spielen. Und ob der Unterschied zwischen den Leuten, mit denen wir, gegen die wir normalerweise spielen, und die Leute, die wir jetzt spielen, halt spürbar ist. Ah, scheiße. Ich dachte, die Hive würde auf mich gehen, deswegen bin ich losgelaufen. Bitte? Ich dachte, die Hive würde auf mich gehen, deswegen bin ich losgelaufen. Ging sie auch, deswegen konnte ich sie mit dem Wurfmesser abschmeißen. Achso, okay. Die andere ging auf jeden Fall auf mich, bei der hätte ich das jetzt gerade nicht gedacht, aber okay. Okay. Hinten Richtung Daryl Reynard war ja eben schon Schüsse. Ob wir die Runde jetzt überleben oder nicht, ist mir jetzt persönlich auch aktuell nicht so wichtig. Ich will eigentlich nur mindestens 2 Kills machen, dann bin ich zufrieden. Kann ich auch gerne sterben. What? Sind doch so weit weg. Ach, na gut. Wir spielen aber ja immer noch Hand, also. Das wird sich wohl erstmal nicht ändern, solche random Sachen. Was? Komm einfach weiter. Einfach laufen. Auch das Pferd nicht ausmachen müssen. Es hat einmal gewirrt. Das auszumachen ändert dann auch nichts. Genau wie mit den Hunden. Ändert nichts. Die dann auszumachen. Denn du hast vor, länger da zu bleiben. Hier ist eine Toolbox. Auch ein Konzertierer.
Die Clue habe ich nicht mehr bekommen. Get the clean sweep bonus for scrap beak 8 times. Ja, das werde ich diese Woche wohl nicht hinkriegen. Okay, dann ab nach Blanchett. Da lag ein Geldsäckchen. Na egal. Ich dachte mir das. Ups. Falsche Taste. Hätte ja sein können, dass du knapp bei Kasse bist. Ich bin knapp im Geld, definitiv. Ich habe noch 21 gerade gehabt. Aber ich habe noch ein paar fertige Hunter und ehe die tot sind, habe ich wieder genug, um neue zu bauen. Beziehungsweise die 50er mit Waffen zu equippen. Ich will ja eigentlich meine Hunter loswerden, damit ich prestigen kann. Ja, richtig, da war was. Ja. Wird wohl das Team sein, das hier oben irgendwo gespawnt ist. Also vom Norden erwarte ich jetzt nicht unbedingt neue Gegner. Oh, da ist ein Emulator. Oh. Ja, gerade, dass ich Kolben nutzen müsste. Also reinpushen will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Okay, die Krähen hier sind ungünstig. Gucken wir mal, ob ich dran vorbeikomme. Gut möglich, dass ich die... Oh ne, okay. Scheint nicht. Ein Pickup. Boah, bei dem sind wir voll drin, oder? Wo drin, meinst du? Ja, in der Vision. Ja, das auf jeden Fall, da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Okay. Was das für ein Schuss? Keine Ahnung. Auf uns? Selbst auf Holz, klingt nach erster Stock. Ja, ja. Einer ist aber auch hier hinter. Werf mal eine Frag gerade. Okay. Jo. Der andere läuft gerade hier oben. Ich werf da mal eine Hive ans Fenster. Teammate ist im Süden im Wasser. Nicht im Wasser, im... Ah, ich glaube, ich krieg jetzt die Hunde. Ja, ja, ja. Kümmere dich erstmal darum. Ich versuche dich so weit zu decken, wie ich kann. So, warten bis die Hive da weg ist. Ich will die nicht versehentlich triggern. Flasht.
Ah, sein Teammate liegt noch. Okay, bin wieder soweit. Aber das ist nicht das Bounty-Team, also da ist noch ein anderes Team da hinten. Ja, außen, okay. Jo. Hit. Oh fuck, der andere hat mich geschossen. Da. Muss gerade heilen. Der von dem anderen Team hat auf mich geschossen gerade. Ja. Sonst hätte ich den weiter gepusht da vorne. Oh, ich glaube, der killt sich selbst. Oh, der hat nicht lang genug geguckt. Ha! Der ist doch gestorben. Der ist verblutet. Oh, geil. Ich habe ihn gehittet. Ist der jetzt noch dazwischen in der Mauer? Ja, ist er. Ja, hier vorne. Da. Unten drin, oder was? Nee, ist nach Süden gelaufen. In. Okay. Also da hinten die Treppe. Also hier oben habe ich einen angeschossen, der hat sich mit der Frag selbst zum Bluten gebracht und ist ausgeblutet dann. Und gestorben, aber der Teammate wird ihn wieder aufgehoben haben, denke ich mal. Ich höre nur einen. Ja, ich höre einen im Boss leer und einer müsste eigentlich hier vorne irgendwo noch sein. Nur noch einen Choke zum Werfen. Ich werfe mal einen Choke da vorne hin. Leider kein Hit. Wo ist der im Süden hingelaufen? Hast du das gesehen? Ja, wie gesagt, da die Treppe runter, aber also die Richtung. Ich habe ihn nur bis zu Ende der Mauer gesehen. Okay. Ach, guck mal, hier steht zufällig eine Laterne rum. Okay, der brennt. Sehen da im Busch. Ja. Den ausgemacht. Rechts gelaufen. Ich glaube, das Boss-Layer-Team kommt raus, oder? Nee. Der ist unten raus, durchs Wasser gelaufen. Im Südosten. Ja. Oh, scheiß Husten. Ich hab grad jemand. Da gerade. Braun Shirt. Female gesehen. Ich weiß nicht, ob ich getradet habe. Klang zumindest ein bisschen danach. Ja, aber da lebt auf jeden Fall noch derjenige, der da drin ist. Ah, shit. Fuck, ich habe auch keinen Doktor. Gib dich auf. Mhm. Für die kann ich da nicht abnehmen. Okay. Obres übrigens. Jo. Das war aber die ich eben gehittet und die einmal gestorben ist, glaube ich. Okay. Und die ist nicht gestorben durch meinen Body Hit? Weiß dann? Ich nicht. Also. Vielleicht ist auch der andere noch am Leben. Wobei, du hast sie ja gesehen. Nee. Immer noch da am Fenster am rumhüpfen. Jetzt eventuell nicht mehr. Oh das Mann! Dieser Treppe. Eine hier hätte sterben müssen. Dann könnten wir uns viel besser bewegen. Er sneakt jetzt hier immer noch irgendwo rum. Also ich weiß, dass der weiter weggegangen ist, aber trotzdem sitzt er jetzt da hinten irgendwo in einem Busch oder so und aimt hier in die Richtung wahrscheinlich. Oh, die sitzt da seelenruhig rum. Okay, ist jetzt auf Stein. Ich bin hier auch auf Stein gerade gewesen. Nee, es ist sie. Ja.
Ja, jetzt ist die Choke hier weg, jetzt kann ich hier hoch. Von da nochmal aimen. Das Risiko, dass der Teammate da irgendwo hinten noch hockt. Loote den mal gerade hier. Er hat eine Officer, eine Gun Precision und eine Silencer Pistol. Du was zum Werfen noch oder so? Ja, warum? Könntest du vielleicht da oben was versuchen reinzuwerfen oder so? Mal so weit? Nee. Müsste ich näher ran. Medkit wieder gekriegt, auch nicht verkehrt. Ich hab hier noch eine Laterne. Ich hol die mal gerade. Dann können wir den Typen da hinten nochmal anzünden. Ich glaube, das okay. Ist der da hinten schießt, ist glaube ich der. Ja, ich glaube die Ruine. Der Teammate von ihm. Wo habe ich mich erschreckt, ey? Pass auf, wir gehen mal von der Leiche runter. Ich will den jetzt anzünden. Ja, ich sitze schon nicht mehr auf der Leiche. Mal gucken, von wo ich am besten werfe. Ich will mich nämlich selber nicht anzünden. Da ist übrigens ein Versorgungswagen, falls wir das brauchen. Jo. So, ja, da hätte ich vielleicht auch eine Laterne finden können. Egal. Wir müssen jetzt erstmal verhindern, dass der eine Typ wieder, den ausmacht. Ja, ich glaube, der kommt jetzt wieder rüber. Der ist oben in diesem kleinen Haus. Da unten irgendwo. Jo, ich sehe ihn. Hit, down. Ja, sehr schön. Okay, jetzt ist das eine Team tot. Jetzt können wir uns bewegen. Also, natürlich immer noch ein anderes Team da sein, aber macht es auf jeden Fall einfacher. Ich glaube, der ist nach Nordosten raus, aus dem Fenster. Möglich. Schritte haben sich auf jeden Fall entfernt. Ja, ist gewoltet. Okay. Aber eine Bounty liegt, ist doch noch hier vorne irgendwo. Ja, yeah, wahrscheinlich tot. Ist aber auch nee, wieder nee, auf nee, der hat. Der ist da oben drin. Oben auf dem Balkon. Hier auf der Seite. Hit. Kann da leider nicht ranpushen, aber der andere kommt jetzt wahrscheinlich auch hier hin gleich. Geheilt. Ja, die sind wieder. Oh, Moment, ich muss wieder zurück rotieren. Die andere Bounty kommt. Die andere Bounty kommt. Die sind gerade bei kurz vor Lockbay. Ah ja. Er hat gerade versucht, mich zu flashen. Ah ja, man hört sie. Die sind nicht gerade leise. Und die Hunde aufgeschreckt in Lockbay. Einer ist hier draußen. Gott, wenn die. Wenn ich besser zielen könnte, dann hätte ich jetzt einen Headshot gegeben. Ah ja, unten, oder? An diesem Loch hier unten. Fuck, nicht getroffen. Hit, down. Ja, okay. Ja, die war schon mal down. Die war jetzt one-hit gerade. Ist nur noch einer drin. Blue Shirt, schwarzer Typ. Mit einer Martini Henry. Und das andere Team kommt von Lockbay. Oh, die ist tödlich für mich. Hä? Ich glaube, es war eine Martini. Ja, das andere Team kommt ran. Ja.
Okay, ich mach mal gerade kurz einen Abstecher zum Wagen. Weil die Munition wird langsam leer und die können wir gleich definitiv gut gebrauchen. Schießt du im Keller gerade oder so? Nee, das sind die, ist das andere Bounty Team. Okay, sind die unten in Underground gegangen oder was? Nee. Was? Die sind doch noch draußen, außerhalb. Hinten, die sind hinten im Sumpf oder beim okay. Sumpf Aufgang Richtung Landshit. Geh mal kurz die am Wasser hier anzünden, damit ich den anderen rauszwingen kann. Der ist eben immer hier oben gepiekt. Was natürlich sein kann, ist, dass der und. Ich meine, er hat sie gerade gelöscht. Ja. Der hat die mit dem Necro wieder aufgehoben. Ich hab sie nochmal gekillt. What the fuck? Ja, der hat von da aus mit Necro sie aufgehoben. Nachdem ich sie angezündet habe. Okay. Oder da habe ich gerade was gesehen, eventuell auch von da vorne. Aber da ist doch der Meathead, das kann nicht sein eigentlich. Wo ist denn das andere Team gerade? Vor der Kirche auf der anderen Seite. Okay, dann müssen wir aufpassen, die kommen jetzt von Nordosten. Ja. Am Fenstereingang. Jemand gestorben, glaube ich. Okay, sind die vielleicht da reingepusht? Ja. Eine männliche Stimme ist gestorben. Ich glaube ja, aber unterirdisch. Okay. Ja, okay. Wieder was zum Werfen, ja. Wo willst du denn was hinwerfen? Nee, ich war nur gerade. Hab nur mal geguckt, ich hab einen Wax Dynamite. Ja. Falls ich was brauche, dann kann ich. Ja. Ja, die sind in der Church, glaube ich. Werf da mal was rein oben. Die sind im Süden. Von dem letzten her. Ja, die sind jetzt da auf Holz wieder oben drin. Ja, auf dem Balkon. Immer noch auf dem Balkon. Mhm. Kommen wir gerade schlecht weg. Ich piek erstmal nicht nochmal. Okay. Ja. Einer down. Der war hier unten. Ja, zweiter auch down. Nice. Ich weiß nicht, ob die beide von der Bounty waren. Pass mal auf im roten Fass. Beide Bounties liegen zwei hier. Bounties, ja. Ich heb die untere mal auf und dann check ich. Clear. Sehr nice. Schön. Ja, die waren auch schon angehittet anscheinend. Ich hab einen Headshot getroffen. Also, ja, ich hab Body Shot gemacht und der war One Hit. Andere liegt hier. Mhm. Und ich loote erstmal Throwing Knives, geil. Eine Vetterly Dead Eye und eine Pax, okay. Okay, wo ist denn der Lucia Dude? Der muss ja dann in der Church gestorben sein. Ja, wahrscheinlich unten. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der Sound war nur verbuggt. Ich check hier. Also kann sein, klar. Die aber Tür war auf jeden Fall auf. Hier ist Special Money. Okay. Ich weiß nicht, ob du welche mit hast. Ja, habe ich aber nicht benutzt. Hier ist die Tür. Nee, auch hier oben auf. Ist keiner. Dann ist doch unten wahrscheinlich. Es ist komisch mit dem Sound manchmal.
Hier ist nicht auf. Ich habe ihn bis jetzt nicht gesehen. Sonst ist er vielleicht in der Kirche gestorben. Doch, hier. In der Kirche war ich ja gerade. Okay. Oh, Uppercut nehme ich mit. Tu das, Martini, tu das. Henry. So, ich kann von den Sachen nichts gebrauchen. Wenn die nicht gerade ein Nitro haben oder so, dann gibt es hier für mich kein Upgrade oder eine Dolch Precision oder eine Dolch. So. Was die Martini, Henry? Na guck mal, habe ich noch einen Wechsel. So wie die Sparks, 130 oder so. Okay, dann ist meine dumm mehr wert. Ich mach mal den Meathead noch weg hier. So. Ich hätte Punkte! Was gibt es hier? Hat er was gedroppt? Nee. Können den noch looten? Bounty noch nehmen? Immer noch clear. Springfield Compact Dead Eye. What the fuck? Und eine Talon mit Dragon's Breath. Also eine Romero. Ich hab noch was zum Sprengen. Den Typen habe ich dreimal gekillt. Oder die Frau da. So. Toolbox komm, noch mitnehmen. So, ja. Habe ich die jetzt eben eigentlich genommen? Ich weiß es nicht. Doch, ja, die ist schon offen. Benutzt. Ja, ja nochmal Dynamit, geil. Also ich kann jetzt drei Meatheads sprengen. Achso, ja, okay. Ja gut, wir kommen jetzt nur noch bei Cypress an. Weiß nicht, ob du das Dynamit so benutzt. Ich habe auch noch ein Bundle gelootet. Ich benutze das aber ja nie. Ich würde das eh wegwerfen. Ich benutze nur Frag-Bombs. Leider nicht, ich habe das noch nicht freigeschaltet. Dann werfe ich aber auch mein ganzes Dynamit immer direkt auf alle Meatheads, die ich sehe. Gerade nah am Prestige. Ist egal. Lolo. Ah, die haben jetzt doch relativ lange gebraucht, ne? Was lange? Eine halbe Stunde die ganze Runde. Ja, ja, aber nee, war aber ja jetzt nicht langweilig. Bis die anderen rübergekommen sind, das, Na gut, aber immerhin haben sie es probiert. Also das rechne ich denen schon hoch an. Machen die meisten ja nicht. Die meisten werden jetzt nach Catfish unten rausgegangen. Der will dir hinterher. Der Grunt. Ja, sollte mehr machen. Kein Meathead hier. Mein Boost ist jetzt leer. Hi. Ja, ich habe ja auch bis gerade noch gecheckt. Achso. Ein paar Punkte hier.